Eidos Interactive. Presents. Morgan Freemans Reise durchs Universum. Nein, es ist Core Design. Und Core Design Productions. Ja, meine Lieben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Teil 1 haben wir ja durch. Wir haben es erfolgreich durch den atlantischen Enddarm geschafft und konnten Natlas Pläne vereiteln und sie auch am Ende vernichten. Und jetzt sind wir in Tomb Raider 2, wo es offensichtlich um diesen Dolch geht. Den Dolch von Xiang. Kleine Anmerkung. Ich werde natürlich wieder mit Laras Haus anfangen, weil hat sich auch weiterentwickelt. Wir wollen noch keine, okay, jetzt würden wir ein kleines Gameplay sehen oder sowas. Das wollen wir eigentlich nicht, wenn die CD sich nicht aufhängt. Ich muss übrigens mal ein bisschen heller stellen, weil ich glaube, es wird teilweise doch sehr dunkel werden. Genau, ich empfehle euch, dass ihr euch, das habe ich auch auf meinem Kanal, Tomb Raider Dagger of Xiang mal anschaut. Das ist ein Fangame, leider nur eine Demo, weil das nie fertig geworden ist, was das erste Level von Tomb Raider 2, wo wir auch heute noch dazu kommen werden, ja, in einem neuen Gewand mit neuen Gameplay präsentiert. Also schaut euch das mal an, da könnt ihr mal sehen, wie so die Parallelen sind und wie sich das da weiterentwickelt hat. Aber als allererstes wollen wir doch mal in Laras Haus, obwohl es eigentlich eher eine fette Villa ist, gehen. Und werden da auch gleich sehen. Ich mache mal kurz Pause, ich muss mal Rosario machen, das ist sehr, sehr laut, kleinen Moment. So, weiter geht's. Also, da seht ihr schon eine neue Figur, die ab dem zweiten dabei ist, nämlich der Butler Winston. Der so ein bisschen pervers ist und Lara überall hinterher rennt und ihr, um ihr Tee zu servieren. Ja. Dann wollen wir mal. Willkommen zurück. Hi. Nach der aufreibenden Angelegenheit letztes Jahr habe ich diesen Trainingsparcours gebaut, um meine Fertigkeiten zu üben und neue zu erlernen. Da ist er nämlich. Oh ja, los, lauf für mich rein, los. Ja, ja. Also wie ihr seht, ne, ist schon, hat sich grafisch auch ein bisschen verbessert. Ja, natürlich im nach heutigen Maßstäben nicht signifikant, aber ist schon ein Unterschied. So, und jetzt haben wir einen wunderbaren, finde ich auch super gemacht, jetzt haben wir einen wunderbaren Parcours hier.
der uns, Winston, du kannst nicht mitspringen, du bist viel zu alt und gebrechlich, ja. Und klapprig scheinbar. Da kann er kaum das Tablett gerade halten. Ja, wo man alles lernt, was man bei dem Spiel wissen muss, würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Allererstes springen. Ja. Achso, ich muss es selbst machen oder so, genau. Wenn ich jetzt runterfallen würde, würde sie mir erklären, was das Problem ist. Ja. Oh, genau, jetzt kommen diese verschiedenen Sprünge wieder, die mehrere Blöcke weit sind. Das hier ist der mit ganz lange an. Oh, Das ein. war ganz schön schwierig. Du musst Anlauf nehmen, springen und dann die Handlungstaste drücken, damit ich mich an der Kante festhalten kann. Der Anlauf wird perfekt, wenn du zur Kante gehst und kurz die Bewegungstaste zurückdrückst. Wenn du jetzt vorwärts läufst und die Sprungtaste drückst, lande ich genau drüben. Ja, danke, dass du das nochmal sagst, Lara. Ich hab's verkackt, das kann man ruhig mal so sagen, ne? Also ich werde da keinen Weltrekord aufstellen, ne? Ist klar. Also ich möchte nur einmal wenigstens hier durch. So, hier kommt sie so. Oh, jetzt müsste es aber perfekt funktionieren. Ist aber auch immer ein abartiger Sprung, ja, diese drei Blöcke da. Okay. Jetzt lernen wir, aha, es gibt also Gitter oder irgendwelche bekletterbaren Objekte. Das geht auch, ja, und hier lernen wir vom Prinzip her die verschiedenen Sprünge. Das wäre einmal nach vorne, zur Seite. Ja, ich mache da trotzdem jetzt mal. Sicher ist sicher, ne? Also, das soll vom Prinzip her das hier zeigen, ne? Dass das möglich ist. Ich will das jetzt nicht nochmal von ganz von vorne anfangen. So, machen wir mal eine kleine Abkürzung. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre, hätte ich den Parcours auch nochmal von vorne machen müssen. Man weiß es nicht. Ja. Und zack. Genau. Ja, es wird wieder schön geschwommen. Ja, also ihr seht, es hat auch schon wieder alles ein, das ist typische Tomb Raider, halt so einen kleinen mystischen und fantastischen Touch. Ne? Wir haben ja jetzt schon im Intro gesehen, Drachen und. Ich muss ein bisschen mehr zur Mitte. Drachen und andere wundersame Ereignisse. Ja. Stimmt, wie so eine alte Arthritis geplagte Frau, die Lara. Ja, komm dann. Ich sagte, naja, Bestzeit wird das hier nicht, aber naja, ist ja auch kein Problem. Ja, zack. Das ist jetzt auch neu, ne? Schöne Seilzüge. Bam. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Aber vielleicht, du kannst dir gerne auch den Rest des Hauses und den Garten anschauen. Das machen wir noch, ne? Waffen kriegen wir leider nicht. Das ist erst Tomb Raider 3 der Teil, dass wir am Ende des Parcours auch Waffen bekommen, mit denen wir Winston abschießen können. Also nicht wirklich abschießen. Ich meine, der steht dann auch wieder wie so ein Zombie. Ja, aber ihr werdet ja gleich sehen, dass der auch nicht locker lässt, der Typ. Jetzt gerade verfolgt er uns nicht, aber. Ja, wir gucken uns das Haus an. Das hat sich schon so ein bisschen erweitert. Wir kennen es ja noch aus dem ersten Teil. Ja? Also zum Beispiel das hier ist neu. Also im ersten Teil ist er ja gerade frisch eingezogen in die Villa. Ja. Hier sehen wir jetzt schon, ah, so ein kleiner Irrgarten, Fragezeichen. Also dafür sind die Hecken etwas niedrig, aber eine wunderschöne Fischstatue. Okay, aber ein Labyrinth. Ein Heckenlabyrinth. Fragt mich nicht, wo es hier lang geht. Ich habe keinen Plan. Ich werde mich hier irgendwie durchfriemeln, das wird schon gehen. Irgendwas Schönes wartet doch ja bestimmt am Ende auf mich, oder? Ein Geheimnis, oder? Ja, man kann sich auch schlecht orientieren, weil irgendwie alles so ein bisschen gleich aussieht. Aber das kriegen wir hin. Oh, Lara, komm. Laufe ich im Kreis oder bin ich auf einem guten Weg? Gerade kann ich auch nicht abbiegen, ne? Ich glaube, ich laufe im Kreis. Oh, jetzt könnte ich hier rein. Ah, Gott, jetzt bin ich aber da ganz am Anfang, oder? Also, es kann sich jetzt nur um Stunden handeln, bis ich ja durchkomme. Ich habe keinen Plan, wo ich langlaufe gerade. Kann sein, dass ich jetzt auch gerade genau den gleichen Weg gegangen, den gleichen Weg gehe, den ich, gehen wir mal rechts lang, den ich vorhin gegangen bin. Und wir sind wieder am Eingang. Schön. Genau da, wo ich nicht landen wollte. Links. So geradeaus und links bringt ja nichts, da komme ich ja wieder zum Eingang. Das ist schon
Oh, hier wird es halt knifflig. Jetzt haben wir drei Gänge, drei Wege, wo wir langlaufen können. Ich hab das Gefühl. Meine Titten! So. Weiter geht's. Lauf, Lara, lauf. Auch schön, dass jetzt so ihr Zopf so schön mit im Wind wackelt und schwebt. Das sind die wichtigen Details. Hier war ich schon mal, definitiv. Laufen wir noch eins weiter. Oh! Kann ich speichern? Nee. Was gibt's hier unten? Aha. Gut, dass ich meinen Monitor heller gestellt habe, weil ich es sonst überhaupt nicht sehen würde. Aber was gibt's? Oh, mein Geheimnis gefunden. Oh, es hat sich was geöffnet. Und wir haben Fackeln bekommen. Ich habe den ersten Teil schon Fackeln, ich glaube gar nicht, ne? Es ist. No, ja, jetzt ab dem Spiel gibt es nicht Fackeln. Das ist dann immer ganz. Nee, es gab schon Fackeln. Ich weiß gar nicht. Ich bin halt irgendwie so ein bisschen dement. Da müsste ich mal meine eigenen Let's Play-Aufnahmen gucken. Aber ja, ihr seht, man kann sich ganz schlimme, dunkle Orte so ein bisschen erhellen dadurch. Dann wird es nicht ganz so furchtbar. So, schön. Jetzt müssen wir nur noch wieder rausfinden. Müsste eigentlich klappen, wenn wir einfach schön im Kreis laufen und uns hier nicht die Implantate prellen. La, da, da, da. Lara, komm schon. Oh Gott. Warum gehe ich eigentlich in ein Labyrinth rein? Das ist doch bei mir immer eine ganz schlechte Idee, ne? Ihr müsst da Ausgang gleich kommen. Also, genau, jetzt geht er nochmal rum und dann ist er doch da, ne? Oder? Scheiße, Ausgang, wo bist du? Ich will nach Hause. Ach, oh, gut. Gut, aber dann wollen wir doch mal in unser Häuschen. Haus, das ist doch kein Haus, das ist eine Villa. Guck dir mal dieses fette Teil an. Eine Blockvilla. Auch schön, wenn man einfach von draußen kommt, jeder rein, scheinbar. Guten Tag, bin zu Hause. Aber jetzt gucken wir uns natürlich erstmal hier, das war unten rechts. Okay, alles klar, rennen kann ich noch nicht. Okay, das geht auch erst ab dritten Teil. Oh nee, da muss ich mich beeilen, da habe ich keinen Bock. Nee, 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 komm, dann. Also nochmal mache ich das nicht, bis ich da. Da ist auch nichts drin. Ich glaube, da ist keiner Museumsraum, der vom Prinzip her, ja, vom Prinzip her den Schion und sowas zeigt, aber. Nee, also nochmal mache ich das nicht. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mal ein YouTube-Video euch angucken. Ich habe keinen Plan. Der gruselige Butler. Ich habe schon sein Stöhnen gehört, der ist hier irgendwo. Will uns irgendwie verfolgen. Was haben wir denn hier? Ach, ein Schlafzimmer mit einem riesigen Bett, einem kastenähnlichen Bett, wo wir schön noch mit den dreckigen Straßenschuhen drauf rumlatschen. Bad, ne? Aus der Kasse. Warum hat sie zwei Klos? Einen für groß, einen für klein, oder was, ne? Oder das eine ist für Winston. Ja, kann ich mir vorstellen, dass dann Lara mal mit Winston gemeinsame Code-Sessions macht hier, ne? Jeder kackt in ein Klo. Ach schön, komm, duschen wir mal eine Runde. Ja, aber schön gestaltet. Also dafür, dass alles noch so blockartig und kastenähnlich aussieht. Und dass darstellungsmäßig nicht anders möglich war beim frühen 3D-Spiel. Sieht das doch ganz nice aus hier. So. Da hinten ist eine Tür, die zu war. Aber wir gucken uns einfach nochmal schnell um, damit wir mal sehen. So, und jetzt zum Beispiel ist pappenduster. Na, gut, dass wir unsere Fackeln mit haben. Da können wir nämlich gucken, was sich hier oben verbirgt. Wenn sich überhaupt irgendwas verbirgt, aber. Ich denke schon. Kein gruseliger. Schön, dass hier noch keine Gegner kommen. Das wäre auch der Schreck des Lebens, wenn der plötzlich aus der Ecke irgend Vieh mich anspringen würde. Ja, ne? Gibt's aber nicht viel zu sehen. Ist halt ein Dachboden, wo zwei, drei Kisten zugedeckt sind. Ah, schön, dass man trotzdem dort durchgucken kann. Ja, schöner Ausblick. Aha. Wahrscheinlich beobachtet mich hier Winston immer, wenn ich irgendwie meinen Parcours mache und verschwitzt von einer Kiste zur nächsten springe. War da irgendwie ein Geheimgang? Nee, das hier ist zu. Guti, dann würde ich sagen, geht's mal weiter.
Tick, tack, tick, tack. So runterspringen werde ich nicht, weil ich mir sonst wieder das Genick breche. Ja. Dann haben wir oben alles. Mach da. So nichts fähig. Gehen wir denn zuerst lang? Was haben wir denn hier? Ein Tanzraum, ne? So ein Ballsaal, kann man sagen. Auch schon gigantisch. Ich hoffe, ihr habt Lust auf klassische Musik. Fangen wir mal an. Ah. Wir tanzen ein bisschen dazu. Der Lara-Dance hier, ne? Könnt ihr gerne mal nachmachen. Im Sprung einfach mal so eine Drehung machen. Das ist doch easy peasy. Ah, schön. Genieß den Soundtrack. Ach, schön. Das gibt Lara noch so eine gewisse... Das, ja, also das gibt ihr noch so eine Klasse, sag ich mal, ne? Das halt wirklich toll, dass sie sich auch noch für klassische Musik interessiert, ne? Lara ist halt ein richtiger Allrounder hier. Jetzt sind wir in der Küche. Großer Winston, der ist da draußen. Also was natürlich jeder gemacht hat. Ja, irgendwie gruseligerweise geht einfach die Tür auf. Lara, ich liebe dich, komm her! Also jeder hat als Kind Winston ins Eisfach eingesperrt. Das hat jeder gemacht. Und ihr seht schon, Lara ist Fleischfresser. Immer schön fettes Fleisch. Ja! Na komm, Winston. Komm zu Mama. Lara, ich will dich küssen. Los, komm her. Oh, meistens glitscht er sich auch noch durch die Tür durch. Macht er das ja auch? Nee. Gut, der Winston, den werden wir dann auch ein bisschen einfrieren. Den können wir später... Können wir uns ja bedienen, so ein bisschen von seinem alten Fleisch essen, ne? La 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 la. Ich glaube, das war's soweit auch, ne? Schwimmhalle haben wir noch. Natürlich gehen wir von der anderen Seite rein, klar. Ich frage mich, ob das ein bekanntes klassisches Lied ist, oder? Schön. Immer schön, wenn man in Tomb Raider mal Musik hört. Ich hatte leider bei meinem ersten Teil, da war irgendwie die Sprachausgabe nicht so ganz korrekt, ne? Da gab es manchmal so Szenen, wo die gar nicht gesprochen haben, aber das scheint ja nicht das Problem zu sein. So, hier wird ein bisschen rumgeschwommen. Wunderbar. Ja. Gut, das war halt mal ein kleiner Ausflug in Laras Haus. Mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Viel Spaß. Dass die sich nicht die Schenkel bricht, ja. Also, von der Höhe zu springen. Also, wie gesagt, guckt euch den Dagger auf Xiang an, ne? Das habe ich ja auch aufgenommen. Da werdet ihr mal sehen, wie sich das so mit Cyber entwickelt hat. Und ja, oh, wir hören schon das gruselige Rauschen. Oh, jetzt habe ich mich sehr, sehr schocken. Nee, ist der Helikopter. Ich weiß noch, dass hier irgendwie, glaube ich, gleich ein Tiger um die Ecke kommt. Ja, also Lara, ihr seht, Lara ist immer noch dabei, bedrohte Tierarten abzuknallen, ne? Das ist... Dabei hat er wahrscheinlich nur sein Revier markiert. Ich meine, wir dringen ja einfach ein, ja? So, da wollen wir beginnen. Oh, ja. Das ist windig, atmosphärisch. Ah.
Bis jetzt hier noch alles relativ straightforward hier. Ne? Als, ich sag mal so, ist auch wie beim ersten Teil, ich spiele das relativ blind. Klar hat man, ja, das erste Level so hat man hingekriegt, aber dann wurde es mir als Kind auch meistens so schwer. Ne? Es ist halt irgendwie. Ist halt irgendwie immer so. Aber deswegen ist es für mich ja auch ein mehr oder weniger neue, eine neue Erfahrung, was auch sehr, sehr toll ist. Und ich. Oh. Aha. Aha. Oh, ey. Hört, ne? Das ist jetzt ja richtig schön Stereo, dieses wii wii wii. Da unten geht auch schon wieder ein. Ja, du musst da sterben. Komm her, lass sie abschießen. Alles gut. Toni der Tiger, komm her. Tut mir ja leid. Aber für den Fall, dass ich runterfallen sollte, ne? Ich werde natürlich wieder ordentlich gespeichert, das ist klar, ne? Einfach nur für den Fall der Fälle. Hep. Und ich meine natürlich, wenn wir schon seit oben sind, es darf ja der, sozusagen, der erste Genickbruch nicht fehlen, ne? Also, ich habe gespeichert, aber ich muss es einfach machen. Tut mir leid. Das ist immer so, wenn ich so weit oben stehe, weil ich find's einfach mal toll, wie die da so rumschreit und dann macht's knack. Oder gut, wenn man so einen Sprung nach vorne macht, dann kommt nur eine. Da müsste ich wohl richtig runterspringen. Also einfach so wahrscheinlich. Oh, ja gut, das war ein ganz leichter Schrei, aber. Also ich möchte vor allem hier mal was ausprobieren. Es gibt nämlich eine Stelle in diesem Level, wo man scheinbar, was ein richtig, richtig hartes Secret ist. Ja, das habe ich mal auf einem YouTube-Video gesehen. Mal sehen, ob ich da hinkomme oder rankomme. Das wird sich zeigen. Mal gucken. Dürften ja eigentlich hier rüberkommen, oder? Ein bisschen Anlauf. Dürfte das hin. Ja, aber was auch neu ist, ich meine, da ist euch vielleicht aufgefallen, wir sind draußen, ne? Also, ist schon ein Unterschied. Ja, die letzte, in Tomb Raider 1 haben wir ja dauerhaft eigentlich in Gräben, Grüftern, na, ist klar. Also innen, ja, und jetzt befinden wir uns auch mal außen. Ja. Hier geht's scheinbar nicht weiter. Wahrscheinlich jetzt hier. Oh. Ja, jetzt so eine, ich kann mich auch nicht mal an alles erinnern. Also ein paar Sachen erinnere ich mich wirklich ganz gut, aber ist schon einiges relativ verschwommen. Ah, zur Seite kann ich immer noch nicht laufen. Bin erst bei Tomb Raider 3, wenn ich also sozusagen die Gentaste und rechts drücke, konnte man immer so einen Schritt nach rechts oder links machen. Das geht scheinbar hier noch nicht. So, dann wollen wir doch mal das Türchen öffnen. Ich weiß nicht, ob die zugeht, denn ich eile schon mal hin. Ja, ist ja das mal ein bisschen so hakelig dran, dass ich das auf CD spiele und dann lädt das immer so ein bisschen nach. Höhlen hier, auch mal mit einer Kameraperspektive. Aber die Geier, ich kann mich noch erinnern. Interessant, bei Deck of Xiang waren es keine Geier, da waren es ja, glaube ich, Krähen, ne? Das müssen doch ganz klar Geier sein, ja. Oder sind das auch Krähen? Ne, es sind Krähen, ich dachte immer als Kind, das wären Geier gewesen. Warum auch immer. Sehr, sehr aggressive Krähen. Ach, schön, dass man hier ein bisschen mehr Musik hat. Ja. Klar, hier ist der Schlüssel. Also wenn es jetzt gerade so ein bisschen schnell geht, wie gesagt, liegt dran, das erste Level, daran kann ich mich halt noch ganz gut erinnern. Bei den folgenden Level wird es anders aussehen. So ein bisschen was von dem zweiten Level habe ich auch noch drin. Ja, so gewisse Sachen verlernt man ja nicht, wie Fahrradfahren, ja. Aber, ja, so viele Sachen sind dann wirklich schon sehr, sehr, sehr verschwommene Erinnerungen. Ach, ich speichere mal. Ich werde nämlich gleich wieder nett begrüßt. Ihr habt das schon gesehen, ne? Haben wir überlebt, ne? Offensichtlich. Was habe ich denn jetzt eigentlich eingesammelt? Der Schlüssel. Ein Wachstubenschlüssel. Wachstube, das klingt so harmlos irgendwie. Hab ich hier noch irgendwie hoch? Ne. Das ist alles zum Rutschen, verdammt. Ja, da. Hier sieht es doch ganz gut aus. So, zack. Ja. Und hier auch.
So. Ich glaube, hier kam noch irgendwas. Ja, genau. Das war die Stelle, wo ich einfach mal so Spinnen mit den Pistolen komplett zerschieße. Warum man nicht einfach drauf treten kann, verstehe ich zwar auch nicht, aber ich höre immer noch so dieses ekelhafte Kratzen. Das ist ein widerliches Geräusch hier. Wahrscheinlich haben da einfach irgendwie so die Sounddesigner haben einfach wahrscheinlich so Sandpapier rumgekratzt oder irgendwas in der Richtung. Okay. Ich muss dann doch von hier unten kommen. Ha. Los, Lara. Kletter. Kletter um dein Leben. Ach, hier. Ja. Die Spinnen haben extra alle auf mich gewartet. Die haben sie extra fortgepflanzt, um mich dann in einer großen Traube fertig zu machen. Da bekam man mal welche, oder? Kam noch mal welche? Nee, alles gut. Na komm, Lara. Rostiger Schlüssel. Aber er müsste noch ins Loch passen, genau. Nur schön mit dem unsichtbaren Schlüsselmechanismus und es wird wieder gespeichert, weil, wie gesagt, sicher ist sicher. Oder hier kamen die Spinnen, kann auch sein. Genau, ja. Hier seien sie sich alle ab. Oh nein, ich werde angesprungen. Das ist ja sonst eigentlich nichts Negatives, aber wer weiß, die Spinnen sind wahrscheinlich relativ giftig. Okay, wir kriegen schon mal Schrotmunition und ein großes Medikit. Das ist sehr, sehr interessant. Okay. Aber da wollen wir hier ein bisschen was vorschieben. So. Weiter geht's. Oh, da unten gibt es eine Rutschpartie. Wieder. Also, ne, Speicherstände. Kann man nie genug kriegen. Wahrscheinlich werden die mich ja nicht einfach so durchkommen lassen. Davon gehe ich mal aus, ne? Ja, ich erinnere mich. Genau, jetzt kommen hier diese Kreissägenblätter. Ah, schöner Bier, oder? Lara hangelt sich lang. Lara hangelt sich an der Wand lang, denn sie möchte nicht Schaden nehmen und auch hier draufgehen. Sie hat ein Ziel, sie möchte es erreichen und nicht schwimmen bei den anderen Leichen. Yeah. Ja, voll sein, dass wir nicht direkt. Oh, das geht direkt an unseren Ohren vorbei. Oh, da ist brüchiger Boden. Ich sehe es. Ja, lauf. Oh, oh, nimm schnell! Oh, meine Arschbacken sind aufgespießt! Aber ich lebe noch. Ich habe jetzt zwar die Hälfte ihres Poes verloren, aber ich lebe noch. Man lässt sie nichts anbrennen, ne? Okay, das war's. Schön, dieses knackende Fleischgeräusch hier, ne? Wenn Knochen brechen. Ich will das eigentlich mitnehmen. Ich bin zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Ich muss da gerade drauf zurennen, oder was heißt gerade, aber ich muss da keine Biege drauf zurennen und dann. Ah! Ach, Lara, Mensch. Ich mach's dir nicht einfach, ne? Oh, du machst es mir nicht einfach, so rum.
Lauf! Oh, 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 das war knapp. Meine Fresse! Wie ist das denn hier? Schnell! Nein, runter da! Oh, Jesus Christ! Na, wie sagen wir, der lässt ja echt nicht anbrennen, ne? Aha. Oh, ich bin echt tot, ey. Muss ein bisschen vorsichtig sein hier. So. Was kommt mir jetzt noch entgegen? Weitere Spinnen. So, und zwar. Ich werde doch nicht sterben durch ein paar Spinnen. Ey, mein, glaub's nicht. Die Spinnen haben mich totgebissen. Das sind solche kratzig aggressiven Spinnen. Aha. Ah. Weißt du was? Mann, ich will kein Medipack verschwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es kann sein, dass ich das gleich nötig habe. Ich lauf einfach mal ein bisschen rum. Hat's noch was? So, pass auf, Leute. Ich glaube, man kann sich hier runterlassen. Ja, wir müssen natürlich die Seilbahn hier nehmen, aber ich speichere mal. Ich glaube, da unten müsste etwas ziemlich Cooles sein. Was ich als Kind natürlich nie rausgefunden habe, aber wenn man mal so überlegt, ja, wie geil das ist. Okay, so war das nicht geplant. Also irgendwo können wir uns hier runterlassen, das weiß ich zumindest. Also entweder war es hier oder auf der anderen Seite. Das könnte beides richtig sein, ne? Das sieht doch schon mal ein bisschen stabiler aus hier. Aha. Okay, wir sollen uns also doch hier lang lassen, ne? Hier lang hangeln. Hm. Lara, Lara, Lara. Ach, Scheiße, ey. Aber wir sind schon mal auf einem guten Weg. Also scheinbar muss ich da irgendwie den perfekten Sprung hinkriegen. Dann dürfte das funktionieren. Okay, falsch, 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 falsch. Wie gesagt, die Zeit nehme ich mir jetzt. Ich möchte das ja auch rausfinden. Dann war es hier, wo ich mich runterlassen musste, ja? Habe ich recht? Ja. Yep. So, speichern. Jetzt werden wir rausfinden, wie wir uns da runterlassen können, ohne zu sterben. Wir müssen uns ja wahrscheinlich schon bis nach rechts hangeln, ja? Damit das auch alles funktioniert. Oh. Hier kann ich nach oben klettern. Oh, okay. Fackeln. Aha. Wo bin ich hier, ey? Ja, so war das nicht geplant. Aber wir haben gespeichert. Ich war ein bisschen voreilig mit dem Rennen, ne? Okay. Ich dachte, man muss sich vielleicht ja irgendwie runterlassen und durch gekonntes Sliden, sage ich mal, da runterkommen, aber das war doch nicht so. Oh, ja, ist interessant hier. Aha. Interessant, wir haben einen guten Umweg gefunden. Genau, lock dich mal hier ein. Die Frage, sollen wir nach oben oder nach unten? Es geht ja immer nach oben.
wo ich wahrscheinlich... Aha. Wieder da rauskomme, interessant. Schon wieder! Lasst mir doch in Frieden! Ich hab doch nichts gemacht hier. Ich möchte einfach nur dieses Loch hier erkunden. Also, nochmal das Ganze, dann klettern wir nicht nach oben. Ja, ja, du schaffst das. Dann klettern wir nach rechts und... Oh, Lara. Wir machen das mal so, das geht schneller. Wie Sie sehen, sind Sie gar nichts. Ich will gar nicht wissen, was mich jetzt hier erwartet, ja. Oh. Das kommt mir bekannt vor. Es kommt mir zu bekannt vor. Nein, es ist wahr! Fucking T-Rex! Es ist also wirklich wahr, das war kein Scherz hier. Lass mich in Ruhe. Ich bin ganz lieb. Ich bin lieb. Ja, in einem Tal vor unserer Zeit mal wieder. Ja. Ich nehme mal Medikit, sonst überlebe ich das nicht. Ist zwar blöd, jetzt schon was zu verschwenden, aber... Kriegen wir den down mit unseren normalen Pistolen? Oh, die Musik schon so ominös, ne? Wir versuchen's. Ja, komm, komm, ja. Oh ja, nice. Er ist tot. Wir haben es überlebt. Ja, ich habe schon mitbekommen, da oben ist was. Krass, ey, das habe ich als Kind nie mitbekommen, dass es hier unten weitergeht. Gut, war auch ein bisschen versteckt, ne? Und was kriegen wir als Belohnung? Ach, nur so ein altes Geheimnis oder was? Aha. Oh nein, und wir kriegen eine Waffe. Oh, hat sich ja doch gelohnt. Ja, eine Schrotflinte, wir haben aber schon Automatikmunition und einen Granatwerfer. Was? Ah. Nein! Das kannst du nicht antun. Ich meine, man könnte ja theoretisch jetzt mal, ne? Das ausprobieren. Oh, der ist explodiert, habt ihr das gesehen? Da ist nicht mehr viel übrig von dem. Also, Granatwerfer macht hier seinem Ruf alle Ehre scheinbar. So, Lara. Hm. Ich komme jetzt wieder hoch. Achso, das war jetzt... Ja, jetzt haben wir eine etwas längere Kletterpartie vor uns. Ja, nice, jetzt haben wir eigentlich schon eine ziemlich starke Waffe. Nee, Moment, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Hier kam ich doch raus. Kann man hier irgendwo hochklettern? Ich sehe halt nichts, aber ich will mir nicht meine ganzen Fackeln verschwenden. Ich habe nur noch 6 Stück, ne? Also. Irgendwo muss es hier einen Hang zum Hochklettern geben. Das sah sehr hangartig aus. Hinter der Dino-Leiche. Man kann sich da wieder sofort runterrutschen. Ja, dachte ich mir schon. So einfach will man es mir dann doch nicht machen, ne? Ja gut, so kann ich auch Licht machen. Es war also ein bisschen... Ja. Nicht so schön für Epileptiker, aber... Kann man zumindest ein paar Fackeln sparen. Ja, Mai, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Also... Ja, schön, da muss ich hochkommen halt, ne? Danke für die Info, dass das da oben existiert. Während ich hier unten bin. Das kann ja eigentlich nur hier unten lang gehen, oder?
Kann ich hier irgendwie hochspringen? Ich muss. Fuck, ich sehe nichts. Klar. So, jetzt hangel ich mich hier in der Luft lang. Und los geht's. Hat bestimmt Spaß gemacht, so ins Mikrofon zu stöhnen. Um diese Geräusche zu erzeugen. Na los, Kletter! Ist auch ein sehr unvorteilhafter Anblick hier, ne? Also von unten auf den quadratischen Kastenbrot-Arsch. Kletter, los! Ja, ist ein langer Weg nach oben, aber ich meine, was macht man nicht alles, um an einen Granatwerfer ranzukommen, ne? Ist halt echt eine nette Sache. Gut, komm, jetzt wieder spinnen. Wahrscheinlich, ne? Oh nein, man verschont mir. Ich speichere lieber nicht, dass ich außerdem jetzt den zittrigen Finger bekomme. Und mich fallen lasse. Boah, schön. Uiuiui. Aber einmal Glück, dass das hier installiert ist, ne? So, Granatwerfer werde ich jetzt extra nicht verwenden. Die sind nicht so stark. So, war's das? Nein, das war's noch nicht! Oh, ich sag noch, war's das denn? Aber der hat nichts mehr gesagt, der hat sich nicht mehr gemeldet. Aha, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Die Tür von Xiang. Vorher haben wir ja auch. Ich meine, ja, tut mir leid, aber es bietet sich halt an, was ich jetzt mache. Ah, la 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 la. Unangenehm. Gut. Dann würde ich sagen, was ist das hier? Okay, scheinbar, ne? Also wer jetzt hier so ein bisschen nach rechts guckt, sieht, aha, hier war jemand. Aber wir gehen einfach mal direkt zum Tor. Ja. Oh, Verzeihung. Vielleicht wollten Sie mir ja nur die Tür öffnen. Etwas asynchron, naja. Mit einer Maschinenpistole am Schlüsselbunde. Jetzt nicht mehr. Also nach Ihnen. Irgendwie benehmen Sie sich nicht gerade wie eine Mönch. Dieses Irgendwie spricht wohl für mich. Erzählen Sie mir mehr über den Dolch von Xian. Ich würde Ihnen Ihr Leben schulden. Diese Türen warten auf den einen und auf die richtige Zeit. Dann belohnt die Klinge des Dolches die Herzen jener, die glauben. Wenn sie also nicht auch Treue schwören. Und wem gegenüber wäre die? Auf die Sünden und Reichtümer von Marco Bartoli. Oh, okay, das ist ein bisschen over the top. Das hättest du nicht machen müssen. Vielleicht warte ich damit noch. Ja, aber gut, dass hier ein Laptop. Ein schöner Kasten-Laptop. Von 1800. Ah. Aha. Gianni Bartoli, Via Caravelli, Venedig. Venedig. Die große Mauer. Alle gefundenen Geheimnisse. Distanz. Wir sind fast 2 Kilometer gelaufen. Ja, siehst du, haben wir doch bestimmt unsere. Haben wir doch fast unsere 1000 Schritte, die man täglich gehen sollte, geschafft, ne? Ja. Bam. Und da sind wir in Venedig. Ja, und ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen kurz tatsächlich mit gar nicht mal 45 Minuten, aber ich denke mal, es ist ein guter Punkt, jetzt nicht mitten im Level, sage ich mal, aufzuhören, sondern hier mal einen Cut zu machen. Jetzt hast du schon mal so ein bisschen Eindruck bekommen, wie Tomb Raider 2 abläuft. Wir haben das Haus gesehen, wir haben das erste Level gesehen und wir wissen, wir haben es anscheinend mit einem Typen zu tun, der sich Marco Bartoli nennt. Ja. Und Marco Bartoli ist es anscheinend wert, für ihn zu sterben, ne? Wie der Mönch jetzt hier bewiesen hat. Gut, würde ich sagen, jetzt sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Tomb Raider 2 wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao.